Zwillenzug! Ich begrüße eine fröhliche Helvetia zu unserem heutigen Zweifarbenstamm mit einer fröhlichen Leutzerfinger. Ich wünsche euch allen zusammen einen recht angenehmen Abend. Prost miteinander! Franco, ich möchte gerne mit dir als Erster anstoßen. Ja, Dankeschön, Reto! Zum Wohl! Prost! Zwei schlagende Verbindungen in einem Zürcher Altstadtrestaurant. Die Brüche und Sitten von den Studenten kennen viel nur noch aus den Geschichtsbüchern. Es gibt aber heute noch Männer mit Schmiss im Gesicht. Narben, die von Waffenduellen herkommen. Die ist speziell. Jörg Bernhard. Ja, voll. Konservative Oberschichtler, die am Biertisch Sprüche klopfen, die an einer untertanen Mentalität aus dem letzten Jahrhundert den Plausch haben. Über Verbindungsstudenten hört man da und dort so eine gute Teil. Kein Wunder, dass sich die Füchs und Burschen, wie es in der Verbindungssprache heisst, seit der Studentenunruhe kaum mehr in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Die Mitgliederbestände sind dabei zusammengeschrumpft. Jetzt haben wir hier Kolloquium. Das sei jetzt redet man auf einmal wieder von ihnen. Die Verbindungen haben wieder Zulauf. In den Zeitungen machen die Schlagzeilen. Und das Völkerkundemuseum in Basel hat sogar eine grosse Ausstellung zu dem Thema. Sechs Verbindungen haben sich in der Schweiz zu einem Fest getroffen. Sie gehören alle zum Schweizerischen Studentenverein. Er ist der grösste Dachverband der Verbindungen in unserem Land. In den 60er Jahren ist der Verband immer kleiner geworden. Von über 2000 Aktivmitgliedern ist er auf 1000 zusammengeschmolzen. Plötzlich hat dann aber mit der Rezession im 1974 einen Boom eingesetzt. Fast 300 Studenten gibt es jetzt jedes Jahr, die in den Verein wollen. Sind die neuen Verbindungsstudenten von Chlor oder Nostalgie-Fans? Sind sie politisch resigniert oder wollen sie einfach den Plausch haben? Wir haben Füchse und Burschen gefragt, wieso sie in eine Verbindung eingetreten sind. Ja, mir gefällt es hier gut. Verbindung ist etwas, das an der Uni einen Zusammenhalt gibt. Wir 13'000 Studenten an einer Universität, das ist ein bisschen viel und dann kennt man praktisch niemanden. Dann geht man in eine Verbindung. Man war schon im Gymnasium in einer Verbindung. Ja, also ich muss sagen, ich bin auf eine traditionelle Richtung und wir sollten alte Werte sollte man in den Verbindungen bewahren. Die sollte man nicht einfach auf den Haufen fallen. Und zudem haben wir viel Tugend, Freundschaft, vor allem Freundschaft untereinander. Das ist mir sehr wichtig. Wegen den anderen, dass man eine Gesellschaft hat zum Ausgleich, zum Studium. Und dass das ein bisschen Abwechslung hat, dass man immer die gleichen Leute sieht. Das mache ich gerne trinken. Die Freundschaft, die sich Verbindungen als Motto aufs Banner schreiben, verbindet auch noch nach der Studienzeit. Der Studentenverein hat fünfmal mehr fertige Akademiker als Studenten. Die Altherren, wie man es sagt, haben, vor allem wenn sie älter sind, meistens wichtige Posten in den Universitäten, Behörden, in der Wirtschaft und Politik. Verbindungsfreundschaften zeigen sich natürlich auch in der Berufswelt. Könnte auch das ein Grund sein, dass es den Akademikernachwuchs wieder in die farbigen Bühne zieht? Nach dem Festkonzert haben wir Altherren und Burschen in der Wirtschaft gefragt, was für eine Rolle Beziehungen spielen, jetzt, wo es auch bei den Akademikern immer mehr Arbeitslose gibt. Ja, es ist ja so, dass es sicher enger ist und dass es von Vorteil ist, wenn man vielleicht zu einem alten Herrn gehen kann und fragen,
Da können wir ihm arbeiten, einfach weil wir ihn kennen. Das ist sicher ein Vorteil. Aber man muss natürlich schon selber etwas leisten. Es ist heute doch so, dass auf viele Wirtschaften leben, man keine Stellen mehr. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass der Alter sich bemüht, um die Aktiven, also um die, die eine Stelle suchen, um denen helfen, eine Stelle zu finden. Ich möchte auch dazu sagen, vielleicht, dass es ein Kennsünd ist, dass man den und den Alter kennt, einfach weil man dabei ist. Das hat jeder andere, der sagen wir, in einem Sportverein ist und dort jemand kennt, wo er könnte zu einem arbeiten könnte, oder auch zuerst zu dem fragen. Das ist eine ganz logische Reaktion, die jeder macht, ob er in der Verbindung ist oder nicht. Er geht zuerst zu den Leuten, die er eben kennt. Etwa ein Drittel der Studierenden sind heute Frauen. Ist es da nicht ein bisschen komisch für sie, dass sie sich so einem Mannenbund zusammentun? Ich glaube nicht, dass man dem komisch sagen darf, weil es gibt für jeden Studierenden und für jede Studierende genügend Möglichkeiten, sich zusammenzuschliessen in x Vereinigungen von Politik, wie Sport, gesellschaftliche Vereine, alles. Es gibt übrigens auch einige Verbindungen, die Mädchen aufnehmen. Das ist jeder einzelnen Verbindung überlassen, wie sie das machen. Wir sind einfach der Meinung, dass es zumindest bei uns so ist, dass wir doch noch einen Verein haben können, wo wir unter uns sind. Das hat überhaupt nichts zu tun mit Frauenfeindlichkeit oder irgendetwas. Wir haben auch unsere Damenanlässe. Da kann jeder seine Freundin mitnehmen, mit Bälle und solche Sachen. Also sie gibt doch lieber unter sich? Ja, zwischendurch, ja. Was haben Sie für politische Ziele? Ihre Verbindung? Ja, man kann das nicht so allgemein formulieren. Der Stefan ist kein politischer Verein. Der Stefan gibt es schon. Grundsatzpapiere raus. Die orientieren sich an der christlichen Soziallehre. Aber das heisst nicht, dass das ein Diktum ist von oben, wo man einem sagt, du musst jetzt so oder so machen. Was jeder persönlich meint und denkt, das kann er machen und seine Welt dementsprechend. Was politisch im Stefan ist politische Bildung und nicht politische Aktion, sondern Bildung steht im Vordergrund. Wenn schon von Politik geredet wird. Jeden Mittag treffen sich die Helvetier im Turm der Zürcher Uni. Wer zu dieser schlagenden Verbindung gehört, muss ein paar Mensuren hinter sich bringen. Das sind Fechtduelle, die hart trainiert werden. Auch der Duellablauf wird geübt. Freundschaftsmensuren gibt es in jeder schlagenden Verbindung. Ehrenduell sind seltener. Aber es gibt in unserem Land doch 8 Verbindungen, die Ehrverletzung nur in Mensuren regeln. Im Training tragen die Gegner einen Kopfschutz. In der richtigen Mensur sind aber nur noch die Augen geschützt. Die Schmiss, wie man den Verletzungen, die es dann im Gesicht gibt, sagt, sind ein Zeichen von Mut. Für Waffenstudenten sind es darum eher. Zürcher Helvetier haben sich mit ihren Freundinnen zusammen an ihrem Gründungsort im luzernischen Hitzkirch getroffen. Vor allem Juristen und Ökonomen sind in dieser schlagenden Verbindung. Von den 16 aktiven Mitgliedern kommen nur 4 aus Akademikerfamilien. Warum sind Sie in eine schlagende Verbindung eingetreten? Ja, heute sind der Schlag, das ist im Prinzip ganz ein extremer Sport. Und eine Verbindung, die so einen extremen Sport macht, in der wird einfach weniger getrunken. Und die Verbindung war einfach nicht so. Ein Sportbetrieb, wir wirklich, die trinken mehr. Und das entspricht der Tatsache.
Aber was bedeutet Ihnen denn das, wenn Sie Konflikte mit den Waffen austragen? Ich habe für Ihnen ziemlich viel Bergsteigen. Und fragen Sie mal, was ein Bergsteiger im 6. Schwierigkeitsgrad klettern. Es gibt einfach Fragen, die so persönlich sind, dass man eine Antwort nicht einfach so geben kann. Herr Leib, ich möchte etwas anderes sagen. Schlagende Verbindungen, es ist nicht unbedingt ein Konflikt, der mit der Waffe ausgetragen werden. Das ist eigentlich im Prinzip falsch. Sondern es ist ein Sport und kein Konflikt. Im Übrigen sind die schlagenden Verbindungen zueinander ein ungeheim grosses Zusammenhaltsgefühl. Und wenn wirklich ein Verbindungskollege, ein Gullerbrüder auf der Mensur steht, dann haben wir effektiv Angst um ihn. Und das Zusammengehörigkeitsgefühl wird durch das sicher gefördert. Es ist also kein Konflikt mit der Waffe in dem Sinne. Es geht kein Sieger hervor. Könnte es auch sein, dass man Mitglied ist in dieser Verbindung, wenn man später in der Laufbahn leichter hat? Ich möchte in dem Sinne sagen, dass man es leichter haben kann, weil man tut ja einen Studenten, wenn er aktiv ist in einer schlagenden Studentenverbindung, gewissen künstlichen Hindernissen durch man aussetzen. Hindernisse, die ich den Eindruck habe, wenn er sie meistern tut, es ihm leichter fallen tut, die Hindernisse, die er dann später in seinem Leben hat, beruflicher Natur, dass er sie meistern kann. Wie erklären Sie sich den Zulauf zu den schlagenden Verbindungen? Sie haben das letzte Jahr und das vorletzte Bewerben müssen ablehnen. Ja, ich erkläre mir das so, dass in den letzten Jahren der Prüfungsdruck, der Druck auf die Studenten, der versteckte Numerus Clausus, immer grösser geworden ist, dass die Studenten in ihrer Angst um die Prüfung zu bestehen, immer einseitiger sich auf das Studium richten tun, nur noch in Kreisverkehr tun von den Gleichsemestrigen und also in einem gewissen Sinn vereinsamer tun. Dass sie nachher das Gefühl haben, zu einer glatten Bande Anschluss zu finden können, wo diskutiert wird, wo verschiedene Semester zusammenkommen, verschiedene Fakultäten, wo man seinen geistigen Horizont ein bisschen erweitern kann und so gleich den Plausch kann haben. Los! Was kann? Komm! Student sein, denn die falschen Blühen, das letzte Lied, die Löwe singt, der Weihen soll die Junges blühen. Dass gerade heute die farbige Burschengeselligkeit wieder auflebt, ist für manchen außerstehendes Phänomen. Die Verbindungsleute selber sehen als wichtigste Ursache den verschärften Leistungsstress an den Hochschulen. Hektik und wenig Freizeit fördern Kontaktprobleme und Vereinsamung. Akademische Bünde gibt es schon lange. Anfangs vom letzten Jahrhundert sind sie in der Schweiz aufgekommen. Früher haben die, die Farbe getragen haben, auch politisch aktiv Farbe gezeigt. Fast 20% von allen Studenten waren in Verbindungen. Heute sind es auch trotz einem neuen Boom keine 10%. Die Ideologie hat sich nicht geändert. Die Schlagworte heissen auch heute noch Freundschaft, Freiheit, Ehre und Vaterland. Eine Verbindung ist eine Lebensverbindung. Die spezielle Ziege fängt im Fuchsenstall oder der Fuchsmajor an. Die Vereinsgeschichte und Lieder werden gepaukt. Strenge Prüfungen, Mutproben, Regeln und eine straffe Hierarchie gehören dazu. Das Alkoholtrinken spielt eine wichtige Rolle im Verbindungsritual.
Bei den meisten Vereinen gibt es Trinkzwang. Auch der wöchentliche Stamm ist obligatorisch. Das Verbindungsleben ist ein Studium für sich. Stefan, stach dich nachher hoch. Danke, was?